zwischen Salzburg und Rapid. Bei den Salzburgern, da haben ja einige Spieler eine Hütteldorfer Vergangenheit. Auf der anderen Seite, Hans Krankl betont immer wieder seine Liebe zu den Salzburgern und vielleicht gibt es da eine gemeinsame Zukunft. Die Salzburger bestreiten ihr erstes Heimspiel. Bei Rapid gab es nach der Heimniederlage gegen Sturm Konsequenzen. Jan-Auge Fjørtoft saß nur auf der Ersatzbank. Rapid setzt also auf Defensive, hat Christian Keglewitz als Konterstürmer nominiert und deshalb muss Fjørtoft auf der Bank bleiben. Ebenso Steiger, die neuen Leute bei Rapid sind Hatz und Hauptmann. Gleich zu Beginn ein weiter Pass von Herzog auf Keglewitz. Und Keglewitz deutet gleich seine Gefährlichkeit an. Eckball für Rapid. Eckball durch Andi Herzog. Und ein Kopfball von Betzel. Kurt Wiebach, der Trainer der Salzburger, hat auf Offensive gesetzt, hat Balzis erstmals im Heimspiel gebracht, und zwar anstelle von Pienwinkler. Die Raketen und Rauchbomben der Rapid-Fans. Aber es gibt an und für sich wenig zu sehen in der Anfangsphase. Das ist Heribert Weber gewesen, einer der 6 Ex-Rapidler bei den Salzburgern. Die Salzburger sind gezwungen, das Spiel zu machen. Rapid versucht es zu stören. Immer wieder Unterbrechungen, sehr viele Freistöße. Hier Freistoß für die Salzburger. Eine erste Möglichkeit für Ralf Balzis. Aber was war das? Ein Schuss oder eine Flanke? Jedenfalls sehr sicher Rapid-Tormann Konsel. 15.000 Zuschauer sind nicht so richtig in Stimmung gekommen bisher. Peraff und ein Foul von Schöttl. Hier haben Sie Schiedsrichter Holzmann. Freistoß für die Salzburger. Weber deutet seinen Mitspielern, sie mögen sich doch endlich lösen. Wieder Schöttl hier gegen Wilfurt. Und wieder Freistoß für die Salzburger. Weber, Bierhoff, aber bereits auch abseits entschieden. Bierhoff kann sich überhaupt nicht lösen gegen Petzl. Hans Krankl, sehr aufgeregt. Für Rapid geht es ja um die letzte Chance im Kampf um den Titel. Es wird mehr in die Breite gespielt. Gut abgeblockt von der Rapid-Verteidigung, in der vor allem Hatz sehr, sehr gut spielt. Der Junge neutralisiert Feiersinger. Hier ein Foul von Leiner an Keglewitz. Der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Beuger schießt den Ball ins Seitenaut und jetzt bekommt Leiner die gelbe Karte, eine unverständliche Entscheidung des Schiedsrichters. Denn Vorteil war das ja in keinem Fall. Hier ein Foul an Balzis. Freistoß durch Heraff. Und ein Kopfball von Leiner. Die Salzburger haben mehr Spielanteile. Rapid spielt aber taktisch geschickter. Hier zeigt Krankl, dass hier auch wieder Schöttl nur den Ball gespielt hätte. Herzog versucht sehr viel im Alleingang. Herzog ist die Drehscheibe im Spiel von Rapid. Wieder Herzog. Keglewitz. Garga, auch ein Ex-Rapidler. Heraff. Bierhoff. Und bedrängt von Petzl kann er diese Chance nicht nutzen.
Erst gegen Ende der ersten Hälfte werden die Salzburger etwas gefährlich. Das ist Ralf Balzis. Noch immer Balzis, ein guter Schuss und Konzel. Herrlich gehalten von Konzel. Und deshalb steht es zur Pause in Salzburg 0:0. Nach Seitenwechsel bekommt Rapid mehr Spielanteile. Das ist Kegewitz. Guter Schuss von Kegewitz und gehalten von Ilsanker. Wieder Balzis. Balzis gegen Betzel. Da kann er sich einmal durchsetzen, holt aber nur einen Eckball heraus. Eckball durch Feiersinger, der wie gesagt von Hatz gut markiert wird. Vielleicht auch deshalb kein Druck aus dem Mittelfeld der Salzburger. Foul war das von Bierhoff an Beuger. Missverständnis bei den Salzburgern, Medford, und er wird gefoult. Gefoult von Weber und von Balzis. Freistoß durch Herzog. Wieder Medford. Aber torgefährlich wird weder Rapid noch Casino Salzburg. Freistoß durch Leiner. Ein Kopfball von Herab und eine Unsicherheit von Konzel. Man ist geneigt zu sagen, seine einzige, aber es kommt gleich die zweite. Eckball für die Salzburger, wieder Leiner. Kopfball hier von Bierhoff und erst im Nachsetzen kann Konzel klären. Dann kommt bei Rapid Fjordhoff anstelle von Keglewitz. Wieder Balzis. Pass kommt nicht an. Rapid hat Möglichkeiten zum Konter. War kurz Schöttl zu sehen. Jetzt Medford. Noch immer Medford. Geschickter Pass auf Fjordhoff. Riesenchance für Fjordhoff. Und Ilsanker. Salzburg-Trainer Kurt Wiebach versucht, den Verkehr Richtung Rapid-Tor zu lenken. Hier ein missglückter Rückpass von Scheiber und Ilsanker. Stadler. Erst anstelle von Balzis ins Spiel gekommen. Herab. Noch einmal Leiner. Kurz Wilfurt. Und eine Riesenmöglichkeit für Fellner, der eingewechselt wurde. Es bleibt aber in Salzburg beim 0:0. Und das Publikum vollbringt eine größere Leistung als beide Mannschaften. Jubel nach dem Schlusspfiff, trotz eines enttäuschenden Spiels. Etwas enttäuscht aber Salzburg-Trainer Kurt Wieber. Ich bin auch nicht mit dem einen Punkt zufrieden. Wir wollten hier zu Hause dem Publikum begeisterten Angriffsfußball bieten. Wir haben es nicht verstanden, dies umzusetzen. Bei beiden Mannschaften spürte man die Angst, dass sie größer ist, zu verlieren, als den Mut, siegen zu wollen. Und somit ist eigentlich der auf der Strecke bleibt, eigentlich der Zuschauer. Ich kann sicherlich für meine Mannschaft sagen, dass sie sicherlich nicht so schwach spielen wollte, wie sie heute gespielt hat. In unserer letzten Situation, die wir waren, muss ich sagen, bin ich mit dem Punkt zufrieden. Hat Ihre Mannschaft dazu mehr getan oder hat Salzburg zu wenig getan, Ihrer Meinung nach? Das stimmt ein bisschen von beiden. Meine Mannschaft hat auch den Charakter gezeigt, sie hat sich strikt an die Taktik gehalten. Von der taktischen Disziplin her war es eine sehr gute Leistung. Zu Salzburg ist zu sagen, von meiner Warte aus hat Salzburg zu wenig getan, um zu gewinnen, aber das ist nicht meine Sache. Ja, vor dem Derby gegen Austria ist ein Aufschwung bei Rapid.